herzlich willkommen zu diesem Video heute. Ja, heute möchte ich dir wieder mal ein bisschen Mut machen. Und zwar soll es heute darum gehen, um das Unterbewusstsein und um die Programme, die in dir laufen. Was meine ich damit? Wenn wir ganz klein sind und auf diese Erde kommen, dann werden wir programmiert. Das heißt, wir lernen. Wir lernen in den ersten 2 Jahren ganz viele wesentliche Dinge, wie beispielsweise das Laufen, das ein paar Worte halt sprechen, greifen und so weiter. Aber wir lernen beispielsweise auch, wie funktioniert unsere Umgebung. Wir sind da sehr empfänglich, was das angeht. Wie geht es hier ab? Wie muss ich mich verhalten, dass ich etwas zu essen bekomme, dass ich was zu trinken kriege? Wie mache ich mich bemerkbar? Wie bekomme ich es hin, dass die Bedürfnisse, die ich habe, gestillt werden? Gleichzeitig nehmen wir aber auch die Stimmung und die Schwingung wahr von unserer ganzen Umgebung. All das hat Einfluss auf unsere Zellen und das wiederum schreibt das Programm, die Software, mit der wir dann später so durchs Leben gehen. Diese Programme, die werden bis zum 12. Lebensjahr geschrieben und ab dem 2. Lebensjahr ist ein so ein Schritt, wo das Gehirn anfängt, in die nächste Stufe von der Schwingung überzugehen. Und ab dem 6. bis zum 12. Jahr ist nochmal eine andere Stufe. Das heißt, wir kommen immer mehr ins Bewusstsein und können uns da immer mehr an verschiedene Dinge aus dieser Zeit später erinnern. In den ersten 2 Lebensjahren, da können sich die allerwenigsten irgendwie dran erinnern. Meistens ist das noch aus irgendwelchen Erzählungen und die Erinnerungen, die sind so, die befinden sich auf der emotionalen und energetischen Ebene. Dennoch sind sie da und diese Programme begleiten uns durch unser Leben. Und so kann es nun mal sein, dass wir dann 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 sind und immer noch an irgendwelchen Punkten haken, nicht vorankommen oder nicht wissen, warum wir genau an dem Punkt im Leben immer wieder scheitern oder es uns nicht gut geht oder es irgendwie nicht vorwärts geht und sich immer wieder gleich anfühlt. Die gute Nachricht ist, Zeit ist eine Illusion. Und das bedeutet wir wiederum in diesem Fall, wir können zu diesem Ursprung zurückreisen auf der Zeitlinie und dieses Programm genau an der Stelle umschreiben. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber woher weiß ich denn, dass das da stattgefunden hat, wenn ich mich doch nicht erinnere? Ja, das ist eine berechtigte Frage. Aber es ist halt so, dass diese Energie, die da ist, diese Stimmung, diese Schwingung, die ist ja mitgekommen. Und wenn wir die verändern und an den frühestmöglichen Zeitpunkt der Erinnerung gehen, manchmal ploppen dann Bilder auf, die man sich gar nicht erklären kann. Oder man sieht, vielleicht hat man diese Bilder aus Erzählungen, vielleicht tut sich eine Geschichte auf. Und wenn diese Punkte dann in dieser Vergangenheit, wenn da die Energie wieder zum Fließen kommt, wo es damals dieses, was auch immer, da nicht gestimmt hat, wenn man das wieder ins rechte Licht rückt und gerade biegt, dann hat das einen Einfluss auf die Jetztzeit und das Leben kann heutzutage leichter weitergehen. Genannt wird das Matrix Reimprinting. Das ist eine, zusammen mit der Klopfakupressur und es ist einfach ein wunderschönes Werkzeug, halt eben Dinge auch aus der Vergangenheit zu verändern, damit es jetzt friedlich, schöner und leichter weitergehen kann. Ja, in diesem Sinne hoffe ich, dass ich dir wieder ein kleines bisschen Mut machen konnte, dass du nicht an deinen ganzen Schwierigkeiten und Problemen verzweifelst, denn es ist alles möglich und es geht immer, immer vorwärts. So, bis dahin, einen schönen Tag.